Der Achim muss auch Profit machen. Habt ihr ein bisschen was Habt für ihr ein den? bisschen Kleingeld für mich, Jungs? Ich mache auch Dinge, auf die ein Mann nicht stolz ist. Scotty hat's das habe ich dir aber nicht beigebracht. Ich habe nur ein bisschen Kleingeld, also aber ich verzichte auf die Dinge. Ich glaube, das war für die Nase, die da rausgesprochen wurde. Yeah. Sehr gerne. Enttäusch mich nicht, Achim. Also Scotty macht das Vielen Dank, irgendwie Sir. Charismatischer. Aber wollen Sie das nicht aufrunden, Sir? Wow. Nee, du bist Azubi, du kriegst 400. Ich weiß das sehr zu schätzen, vielen Dank. Hast du gesehen, Bro? Er hat mich gegeben. Ja, super, super. Ich geb dir das flößt ja nicht einfacher. Ich geb dir nachher deine 50%. 70, mein Freund. 50. Ach, was Klausel ist 50, Bro. Bist du sicher, dass du Ausbilder und nicht Zuhälter bist, Scotty? Nein, ich bin kein Zuhälter. Boah. Er ist voll auf meine Spur gekommen. Wo bist du? Du bist an mir vorbeigefahren. Wo bist du? Wo bist du? An der Gabelung. Wo bist du? Hier oben. Ach du Scheiße, Bro. Nicht lachen, er hat sich verletzt. Er ist einfach... Scheiße, Medic, Junge. Du hast einen Höhenflug, wa? Pass auf, Junge, du warst nicht auf deiner Spur. Du warst auf meiner Spur! Nein! Natürlich, du bist drei Spuren nach rechts gewesen! Die? Ja. Bequem da oben? Ja. Tut mir leid! Ich wusste doch, dass du links, rechts gefahren bist. Nein, du bist. Ich kannst du gerne, komm mal mit. Die! Die! Heißt er die oder warum sagt er die ganze Zeit ja. Die? Ja. Die! Ja! Er hat höllische Schmerzen. Der ist auf deiner Spur gefahren oder nicht? Ja, ist er. Safe, nein. Safe doch. Sonst wäre es gar nicht passiert. So, siehst du das, was unterm Arm von meinem Kollegen klemmt? Mitkommen. Was ist denn da? Ey, der hat eine Waffe. Mitkommen. Ist der verrückt? Guck mal, die sind auch unter Spuren drin. Ja, okay, ja, ich denke mal, weil das eine Werkstatt ist, oder? Komm her jetzt! Ja, ich bin doch hier. Nimm jetzt deinen Kapuzenpulli. Dann hänge ich dich da oben mal dran. Ah! Warum macht ihr das? Ich hab euch geholfen, neuen Freund. Ich schwör's euch, ich krieg keine Luft hier dran. Ich hab eurem Freund geholfen. Ich bin vom Würfelpark gekommen. Ich sag die Wahrheit. Also du schwörst auf dein Leben. Alles. Sonst hänge ich dich da wirklich dran auf, ne? Das weißt du. Okay, pass auf. Du hast mir dein Wort gegeben, ja? Ja, ich kann's euch gerne. Hör mir zu. Du hast mir dein Wort gegeben. Es ist die Wahrheit. Es gibt letztlich keinen Grund, warum ich meinem Jungen nicht trauen sollte. Aber eins seid dir gesagt. Lüg mich niemals an. Ansonsten hänge ich dich hier auf und schlitz dich nach und nach auf. Wie gesagt, es gibt keinen Grund, warum mein Junge mich anlügen sollte. Ich werde das später mit ihm klären. Da war vorhin ein Motorradfahrer, ich bin mit dem Auto gefahren und er ist auf meine Spur rübergekommen an einer Straße. Er hatte halt einen Unfall mit mir und dann kamen seine Freunde und haben mich bedroht mit Waffen und mich an einem Haken aufgehangen und dann haben die gesagt, wenn die herausfinden, dass ich lüge, dann war's das mit mir und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Du musst schnell zur Polizei gehen. Hat der dich angerufen? Nein. Also ja, er hat mich angeklingelt. Ich hab seine Nummer, ja. Gib mir seine Nummer. Der hieß MJ oder so. Yo, ich bin Adam. Ich hör mal zu kurz, bitte. Ein Kollege von mir hat mit einem von euch Unfall gebaut, ja? Und dann habt ihr ihn bedroht mit Waffen, das ist das, richtig? Ja, dann kannst du jetzt lernen. Ich wollte jetzt einen Krieg oder so anfangen, ich wollte nur reden. Jo, dabei. Weil die sind alle Pissköpfe. Okay, ich bin wieder da. So, und du sagst mir im Telefon irgendwas von wegen, wollt ihr kriegen mit uns oder so ein Scheiß. Hä? Ihr habt gesagt nicht, dass ihr mit dem Krieg anfängt. Du hast mit denen wollten zu mir gesagt, oder, wollt ihr... du verdrehst meine Worte. Gehst jetzt ein Stück mit MJ zur Seite, er haut dir einen in die Fresse und dann ist das Thema durch. Alright, bist du damit einverstanden? Will nicht geschlagen werden. Ach, ihr macht keine Panik, deine Nase absorbiert den Schmerz. Okay, machen wir es einfach. Das oder ich bring dich ins Krankenhaus. Willst du gerade? Ja, natürlich, das ist doch nicht normal. Ich bin sowas nicht gewohnt. MJ. Bitte. Mach einfach. Bitte nicht, bitte, bitte. Steh auf, ich hab keinen Bock, dir in die Fresse zu treten. Ich kann doch deine Rechnung bezahlen. Ich hab gehört, dass man eventuell auch ein Taxifahrer werden könnte hier. Also ich würde dich als Taxifahrer fühlen. Du redest immer viel und bist freundlich. Versteh mich bitte nicht falsch, aber als Taxifahrer möchte ich nicht angefasst werden.
Nein, nicht so. Also es gibt so eine Seite, da gibt es so Fake-Taxifahrten. Boah. Nein, nein, nicht so. Ich meine, wär's ein cooler Taxifahrer, das wollte ich nur damit sagen. Oh, verstehe. Wie heißt du überhaupt? Heißt du wirklich Safari-Frau? Nee, ich heiße Yoko. Wann hast du das denn deine letzte Safari-Tour gehabt? Vor 2 Tagen. Und was hast du so auf deinen Safari-Touren anzubieten? Naja, es gibt einmal die Hood-Safari-Tour, das ist ja klar. Da, wo du alle Hoods kennenlernst. So. Okay. Und dann bin ich halt jetzt noch auf der Suche nach wilden Tieren. Also ich suche gerade ein Zebra. Ich habe schon eine Kampfschnecke getroffen. Und einen Chinchilla habe ich auch. Und ja, jetzt suche ich gerade ein Zebra. Kuckuck, E-Beams! Warum hast du ein Zebra-Kostüm? Ihr habt doch gesagt, ich bin ein Zebra! Wir müssen das Cody zeigen, komm mit! Er hat einfach wirklich eine Zebra-Maske. Ach, jemand hat eine Zebra-Maske dabei? Ja, einfach so! Ich weiß nicht, was sie meint. Hast du wirklich eine Zebra-Maske dabei? Na, selbstverständlich nicht. Aber manchmal. Manchmal, wenn der Vollmond kommt. Warte, ich guck mal kurz. Wenn es Vollmond ist, dann geht's manchmal mit mir durch! Ich bin!